Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben letztes Mal hier unseren Standpunkt gespeichert, mehr oder weniger. Und machen jetzt einfach weiter im zweiten Dungeon. Ja. Und dazu werden wir erstmal dieses... Was ist das überhaupt? Schalter aktivieren. Dann verändert sich nämlich die Blöcke hier. Und wir können an die Truhe ran. Und irgendwie nervt das gerade, das ist 10.000. Oh Gott. Ja, so, was ist hier drin? Ein Schlüssel. Natürlich. Immer doch. Naja. Ein fliegendes Säckchen. Ich glaube, das war nur Zauberpulver. Und ein Schalter. Noch ein Schlüssel. Okay. Ich glaube, man braucht in diesem man braucht in diesem Land schon viele Schlüssel, ich weiß es aber nicht. Und hier habt ihr auch schon alles getötet. Jetzt brauchen wir natürlich ein Schild. Ja. Ja, ja. Die Gegner werden auch nicht einfacher. Leider. Okay, was müssen wir hier machen? Das wird aber hoffentlich nicht mehr stehen. Sehr bald. Oh mein Gott, eine Treppe auf magische Weise. Nicht mal irgendwie so ein Schiebemechanismus, nein, magische Weise. Also hier müssen wir einfach nur... Der Stein kann also auf die Stacheln, ohne sie zu zerstören. Ist ja ein Ding. Und jetzt... hier müssen wir nicht mal Licht machen, weil da ist eine Fledermaus und... Yeah. Das ist das ein Teil. Nein! Was? So, ja gut. Nein. Er kann uns hochheben und werfen, wie man vielleicht schon gesehen hat. Weiß ich aber nicht. Okay, das sollte ich also nicht tun. Was? Ich will jetzt nicht. Ey, der ist ja voll doof. Ich muss ja nochmal hinlaufen, ist ja. Alles geplant. Alles geplant. Zumindest sagt man das immer. Aber... naja. Egal. So, dann machen wir das Vieh halt nochmal. Das kann ganz schön nerven. Die Treppe ist natürlich noch da. Natürlich. Ah ja. Den Boss habe ich damals auch immer, also Mittelboss habe ich damals auch immer ganz schön verkackt. Muss ich ja zugeben, ehrlich gesagt. Bombenwerfen kann man natürlich auch. Ich glaube, man darf gar nicht dazu kommen, wenn er sich so auf uns zustürzt. Ja. So sieht's wohl aus. Ja. Warte. So. Und weiter geht's. Was war das hier? Oh Gott. Okay, ich dachte, das ist ein anderer Raum, aber das war ein anderes Spiel, was ich gerade dachte. Oh nein, ein schwarzes Loch! Ruhe, natürlich. Nun hast du das fehlende Teil der Steintafel. Was wohl auf der Tafel zu lesen ist, ja, das werden wir jetzt rausfinden. So. Erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Achso. Ja, das wird auch noch wichtig. Das muss ich mir merken, wie man sich dreht. So. Schwindernschlüssel. Ist ja ein Ding. Du hast 20 Rubine gefunden. Na toll. Wieso na toll? Ich meine, 20 Rubine sind doch super. Oh nein, Geister. Ah, die kann man nämlich nur töten, wenn wir Licht haben. Wieso auch immer. Oh mein Gott. Yeah. Ja. Das war schon das ganze Spiel. Super.
Du hast das Kraftarmband gefunden, damit kannst du Steine und Vasen heben. Als ob er das nicht schon vorher könnte, also realistisch gesehen, aber... Ich meine, gut, Zelda ist ja nicht unbedingt realistisch. Nein! Ja, gut. Scheiße. Endlich können wir die heben, dann müssen wir einfach nur nach oben drücken oder in die entgegengesetzte Richtung. Und halt den Knopf. Ja. Toll. Irgendwie nehmen die voll viel von Mario damals so. Haben sie mal genommen, meine ich. Jetzt irgendwie nicht mehr, finde ich voll doof. Ich meine, manchmal ist es zwar schon, aber man kann sie sogar töten, ist ein Ding, wusste ich gar nicht mehr. Ja, wieso habe ich daran nicht gedacht? Wäre zu geil, krass gewesen, wenn die wieder da gewesen wäre. Okay, ich vermute mal, das Rätsel bezieht sich dann hier rauf. Erst den Hasen, dann die Fledermaus und dann den Ritter. Oder was auch immer das für ein Ding sein soll. Ich würde schon sagen. Ich weiß gar nicht, kann man den so töten? Nein, gut, weil die kann man eigentlich nur... Im ersten Teil konnte man die noch mit Pfeil und Bogen töten, aber jetzt... Nur noch mit Wurfgegenständen oder Bomben. Was gerade irgendwie ganz schön scheiße ist. Nein! Wie viel man natürlich einfach abgezogen hat, ein und ein halbes Herz, das geht ja... Nein, verkackt. Scheiße. Da oben war übrigens schon ein Raum, in dem wir eigentlich durch diesen langen Gang, den wir da gesehen haben, gehen mussten, ist jetzt die Fledermaus. Ach, scheiße. Ja, toll. Was geht denn jetzt? Was muss ich jetzt? Und wieso? Ach so. Dann hätte ich ja gleich denken sollen. Oder so. Ja, genau durch die Wand. Kommst du mal raus, Sophie? So, dann die Fledermaus. Federmaus. Und dann das Fieder. Ganz easy durch die Wand. Oh yeah. Endlich mit dem großen Schlüssel lassen sich die versteckte Stecke der Bosse öffnen. Also. Natürlich. So. Oh Gott. Nein. Uah. So, ich glaube, da drüben ist nur noch... Falscher Knopf. Oh, da ist sogar noch eine Truhe. Das ist nicht so gut. Ich glaube, da ist ein Schlüssel drin, ne? Ach so. So, wie mache ich das jetzt? Aktivieren? Und dann... Ich glaube, hier runter. Ja, genau. Natürlich müssen wir auch das Kraftarmband haben, um das zu schieben. Oder wir können nicht mal schieben. Nein! Was war das? Wir können übrigens auch die Teile drauf, wie man sehen kann. So. Also mehr oder weniger. Und ja, ein kleiner Schlüssel. Hab ich gewusst. Wusste ich. Scheiße. So. Boah. Stirb. Du. Scheiß. Kack. Wie konnte man die eh nicht noch besiegen? Achso. Na gut, anderes Spiel. Scheiße. Einfach warten. Nein. Komm. Yeah. Oh mein Gott. So, und jetzt. Eine Tür. Und schon wieder Hasen. Scheiße. Yeah. Das ist eigentlich die Viecher ja ganz simpel, aber ich hab mal wieder das Glück, diese Feier zu sammeln. Ja, ja, ja. Weiß ich selber. Was ist hier nochmal? Achso, hier war so ein ganz komisches Rätsel. Da müssen wir nämlich, glaube ich, sogar beides ausgerüstet haben. Ja, ja. Einfach mit dem Krug die Leiter hochlaufen, macht Sinn. Und dann, weil sonst wären wir einfach zu leicht für dieses Teil und dann würde es einfach nicht runtergehen. Und das die Sicht hätte uns dann irgendwie verarscht. Glaube ich. So. Jetzt sind wir genau beim Boss. Go!
was ist das? Hahaha, willkommen, Henkers Mahlzeit. Hahaha, was machst du denn für Geräusche? Edgy Baby. Mit meiner Vase bin ich unverwundbar. Glaub mir, das habe ich gesehen. So, jetzt muss ich erstmal das Prinzip wieder überlegen. Ich glaube, man musste die einfach nur hochnehmen. Erstmal ausweichen, okay. Dann musste man die hochnehmen und wegwerfen. Achso, gut. Weiß wieder alles? Also brauchen wir gar kein Schwert. Ach nee, doch, Schwert brauchen wir trotzdem noch. Ja, der sagt, glaube ich, erstmal wieder dasselbe. Und hat komische Augen irgendwie. Autsch. Na. So, dann muss ich erstmal mit dem Schwert schlagen. Nein, das ist ein Schwert. Und dann wieder. Bäm. Jetzt. Oh, du hast meine Vase zerstört. Das wirst du bereuen, du. Ja, ich. Ich wollte einfach nur treffen, wenn man das eigentlich voll easy sieht, hauptsächlich. Ich hatte wieder das Glück zu sterben. Aber, naja. Okay. So voll schwierig. Und endlich wieder ein Herzcontainer. Jetzt haben wir nämlich 5 Herzen. Was mein Risiko zu sterben wieder mal verringert. Hoffentlich. Und ein Muschelhorn? Du hast das Tritonshorn erhalten. Natürlich. Tritonshorn. Cool, Mann. Und jetzt mit Uranga, Steppe. Steppe, schnell in die Steppe. Was für eine Steppe. So, jetzt muss man natürlich, wo der Hund die ganze Zeit war, weiß ich immer noch nicht, aber jetzt muss man natürlich erstmal den Hund zurückbringen. Ich hab das Herz da übrigens auch nachgeholt, was wir schon mal geholt hatten. Aber, naja. Wollen wir nicht weiter drüber reden. So, jetzt muss ich kurz gucken. Boah, die Steppe ist, muss ich nochmal kurz überlegen, weil ich weiß es gerade nicht mehr direkt, wo wir hin müssen. Aber naja, so, wir können jetzt, glaube ich, auch... Nee, doch. Naja, können wir den Hund immer dabei haben. Ich glaube, der würde ganz schön nerven teilweise, aber... Ich meine, eigentlich stört er ja nicht. Gut, irgendwie wäre das overpowered, aber... Naja. Ja. Gib mir erstmal den Hund ab und dann... Achso, Ganz vergessen, das geht ja jetzt. Hier finden wir nämlich noch eine Muschel. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Und wenn du genug... Ja gut, das haben wir schon gelesen. Ach ja. Richtig geil. Mal gucken, ob die alte Frau sich jetzt freut. Ist das eigentlich eine Oma oder... Ich meine, so alt sieht jetzt auch nicht aus, aber ganz schön aufgepusht. Ja gut, doch nicht. Danke, danke. Es war ja so süß von dir, dich um meinen kleinen Stoppi zu kümmern. Klein? Ja, das Thema hatten wir ja schon. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie man nicht... Was? Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Oh mein Gott! Ekelhaft. Jetzt wurde ich... Du hast einen Kuss von Madame Mui Mui, ne Miu Mium, erhalten. Zufrieden? Eigentlich ja nicht, aber ich nehm's einfach mal so hin. Ja, yeah, jetzt ist der Hund wieder hier. So, ich würde sagen, wir probieren nochmal das Angelspiel und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ja, wissen wir. Weiß ich alles. Sag mal, vor allem wenn man immer wieder Ja drückt, dass man wieder angeln will, erklärt er ihm das immer wieder, das ist richtig scheiße. So, das Herz da ist nämlich in einem der großen Fische. Ist ja logisch. Ja. Nein. Egal, ich habe jetzt rausgefunden, wenn man richtig angelt, einfach permanent nach rechts drückt, man immer A und B spammt. Oder eben nur A, kommt drauf an. Ich mach einfach beides. Und das ist aber ein kleiner, dafür kommst du nur von Probine. Willst du noch einmal? Jetzt labert er mich wieder voll. Na ja, gut, aber ich würde sagen, ich mache das jetzt noch offscreen und dann sehen wir uns im nächsten Part wahrscheinlich mit einem Herzteil wieder.
Ja. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.